Elias Börner, erstmal Glückwunsch zum Debüt für die Alemannia. Spiel ist nicht so gut verlaufen, 0-3 verloren bei Borussia Dortmund 2. Was sagst du selber nach dem Spiel? Ja, ich glaube, die Leistung an sich war gut. Der Fehler war, oder das Problem war, wir haben uns leider nicht belohnt. Haben dann so leider keinen Zugriff mehr bekommen, irgendwie so ein bisschen. Mit dem ersten Tor kippt natürlich das Spiel. Das muss ich ganz klar auf meine Kappe nehmen. Da schaue ich auf die zweite oder auf den zweiten Pfosten. Und der haut mir den natürlich oben links rein. Das ist natürlich klare Torwartecke. Dann mit der roten Karte ist natürlich sehr unglücklich. Es war so ein bisschen der Genickbruch. Ich denke, ist es schwierig jetzt zu bewerten, dass es dann so ausgeht mit 3-0. Ich glaube, bei uns hat eigentlich nur das Tor gefehlt, haben wir uns nicht belohnt. Ich glaube, wir müssen jetzt nach vorne gucken, weil am Mittwoch geht es direkt weiter. Und Mannheim hat jetzt gewonnen. Also ich glaube, alles, was wir jetzt machen müssen, ist abhaken im Kopf und morgen schon wieder auf Blick auf Mannheim abhaken und gut ist. Ja. War das so ein Spiel, wo du sagen wirst, wenn du sie in der ersten Halbzeit vorne nicht machst, dann kassierst du sie in der zweiten Halbzeit hinten oder müsst ihr in der ersten Halbzeit führen? Ja, die Chancen sind natürlich da. Ich glaube, die Chancen waren auch in der zweiten Halbzeit teilweise da. Ich glaube, die Standards oder was wir hatten, waren auch gefährlich. Wir hatten, glaube ich, eine krasse Überlegenheit, was das angeht. Aber haben es halt leider nicht ummünzen können, ja, in Tore. Und das bringt dann leider keine Erleichterung nach vorne. Und dann ist es halt natürlich schwer. Klar, durch den individuellen Fehler und dann die rote Karte ist natürlich dann der Spielverlauf auf deren Seite. Ja. Wie war es für dich persönlich das Gefühl, für die Alemannia hier zu debütieren? Ja, ich glaube, wenn man hier mit 3.000 oder was waren es heute nach Dortmund. Um die 3.000. Ja, ohne Zug, glaube ich, und mit der Bahnstreik. Das ist schon besonders. Natürlich, mich macht es stolz, das Trikot zu tragen. Natürlich, das Debüt an sich hätte ich mir natürlich gern anders gewünscht oder anders vorgestellt. Aber es ist am Ende jetzt leider so verlaufen. Ich muss jetzt nach vorne gucken, am Mittwoch geht es weiter und dann denke ich mal, dass es dann, hoffe ich, weiter besser geht und dann hoffen wir, dass es da mit 3 Punkten zu Hause am Tivoli lassen. Ja. Ja, gute Vorbereitung jetzt für Mannheim und dann viel Erfolg am Mittwoch. Danke. Ja, Mika Nolda hier bei Borussia Dortmund 2. Gebrauchter Abend, trifft es das am besten? Ja, ich glaube, insgesamt war das ein gebrauchter Abend. Ja. Woran lag es am Ende? Ich würde sagen, die 20 Minuten so Mitte der zweiten Halbzeit wart ihr ein bisschen unaufmerksam, habt ein paar individuelle Fehler drin gehabt vielleicht auch. Wie hast du es gesehen? Ja, also wir waren erstmal in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Wir haben nichts zugelassen und waren offensiv, hatten wir auch unsere zwei der Chancen. Zwar jetzt nicht die hundertprozentige, glaube ich, aber wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war es dann eher so ein Spiel auf Messerschneide. Das Pendel war so in der Mitte und wer vielleicht den ersten entscheidenden Fehler macht, gewinnt hier das Spiel. Und dann geht es halt in die Richtung von Dortmund. Würdest du sagen, die rote Karte war der komplette Knackpunkt oder hat euch das komplett das Genick gebrochen? Nee, das nicht. Wir wissen, was wir können und wir wussten auch nach der roten Karte, dass das Spiel hier nicht verloren ist. Wir haben es gegen Fair gezeigt, dass man 80 Minuten Unterzahl trotzdem Punkte nehmen kann. Und wir waren auch nah dran. Der Knackpunkt war das 2-0, ganz klar. Das ist ein ganz klares Foul. Und das muss man leider sehen auf dem Niveau. Und dann ist es leider durch gewesen. Das ist dann sehr schwer. Also kurz, die Wunde in deinem Gesicht kommt vom 2-0. Ja, es kommt nicht von irgendwo. Ja. Das ist dann schon der Schlag. Der Eberwein hat selber gesagt. Ja, ich habe vom Schiri im Spiel mehrmals gehört, dass er irgendwas nicht gesehen hat. Das ist leider dann ein wichtiges Gegentor gewesen und das ist dann sehr ärgerlich. Gut ist, es geht am Mittwoch direkt wieder weiter. Erzähl mal, wie läuft jetzt die Analyse nach dem Spiel? Ja, wir pflegen jetzt unseren Körper, wir pflegen unseren Geist. Wir werden alles geben, um das wieder gut zu machen. Und das ist dann auch wieder das Positive an der englischen Woche, dass es nicht lange dauert, bis das nächste Meisterschaftsspiel ansteht. Gut, dann gute Vorbereitung und alles Gute für Mittwoch. Ja, Heiner Backhaus 0-3 hier bei Borussia Dortmund 2. In der ersten Halbzeit wart ihr die klar bessere Mannschaft. Ist das eine Halbzeit, wo du sagst, da müssen wir führen? Ja, so hat es sich angefühlt. Kann man der Mannschaft da gar keinen Vorwurf machen. Wir haben super ins Spiel gefunden. Totale Kontrolle, war mit dem Ball gut, gegen Ball sowieso gut. Aus meiner Wahrnehmung müssen wir mindestens mit einem Tor führen. Haben nicht zugelassen. Kommen dann in die zweite Halbzeit nicht so gut rein. Man merkt schon, vielleicht war sich der eine oder andere zu sicher, dass wir hier was mitnehmen und verteidigen das 1 noch nicht so resolut, wie du das verteidigen musst auf letzter Kette. Sind dann Überzahl, hauen da nicht zwischen mit allem, was wir haben.
Bekommst du eine rote Karte, die war mit Sicherheit auch ein Stück weit spielentscheidend, wo wir den Ball ganz klar abgefangen haben und einem eigentlich schon wieder nach vorne kontern wollen, spielt dem Gegner den Ball in die Beine und die kontern und müssen auf letzter Linie faulen, spielen dann in Unterzahl weiter, spielen auf einen Ausgleich, muss man klar sagen, hatten Chancen, hatten viele Ecken und bekommen Tor rein, was so ein Stück weit nach Foul aussah, muss ich mir nochmal angucken. Mika sagt, es war ein klares Foul, mit dem Glauben schenken. Ja gut, und am Ende, wenn du dann nochmal dezimiert bist durch eine Verletzung, weil du nicht mehr wechseln kannst, ja, dann geht es um Schadensbegrenzung, muss man klar sagen. Da muss man nach vorne schauen, jetzt haben wir eine englische Woche und dann musst du sehen, dass du einfach die Schotten dicht machst, sonst kann jedes Tor wehtun. 3-0 hört sich brutal an, war aber in keinster Weise dem Spielverlauf gerecht. Deswegen geht es jetzt, die Krone zu richten und einfach am Mittwochabend den Kampf wieder annehmen. Wie gesagt, bin gar nicht so traurig bzw. so unzufrieden über die Leistung vieler Spieler. Das Ergebnis ist brutal. Ja, war jetzt auch kein Spiel, wo du sagst, das musst du ja 0-3 verlieren nach dem Spielverlauf. Sonst habt ihr in Unterzahl auch eigentlich immer eine ganz gute Figur abgegeben. Woran lag es denn heute, dass ihr vielleicht da nochmal 2 Tore gefangen habt? War das dann die Effizienz, die Schnelligkeit der Dortmunder, Spielwitz? Also wir hatten in Unterzahl die klaren Torchancen, bekommen dann ein zweites Tor rein, was nach Foul riecht. Wenn das Foul war, ist das eine Fehlentscheidung, die das Spiel entscheidet. Punkt. Dann verletzen wir uns und wir sind noch 8 Feldspieler auf dem Feld. Soll ich das bewerten? Da geht es um Schadensbegrenzung, da geht es um das zu akzeptieren. 5 Minuten Nachspielzeit mit 8 Mann muss man auch nicht machen, wenn man schon einen Tag weniger Ruhepause hat als Waldhof Mannheim, die gestern Mittag gespielt haben. Da kommt vieles zusammen. Deswegen müssen wir jetzt an uns denken, gut regenerieren. Morgen die Krone richten wieder. Heute bin ich angefressen, aber morgen geht es voller Fokus weiter auf das nächste wichtige Spiel am Tivoli. Mannheim hat einen neuen Trainer, die haben gewonnen. Die werden auf jeden Fall Selbstvertrauen haben. Ja, aber am Ende entscheiden Kleinigkeiten jedes Spiel. Die haben jetzt auch nicht so super gut gespielt, aber sie haben einfach mal das Glück auf ihrer Seite gehabt, hatten das vorher selten. Und wir hatten das Glück im letzten Spiel vielleicht ein bisschen mehr auf unserer Seite, hatten es heute nicht. Das ist immer in dieser Liga Tagesform, da kommen viele Dinge zusammen. Aber wir müssen einfach die einfachen Fehler abstellen. Also wir haben heute den Gegner schon auch eingeladen durch krasse individuelle Fehler im Ballbesitz, muss man sagen. Gut, danke.